50 neue Marken geholt, von heute in dem Fall. Und ja, ich habe beschlossen, was wir... oder sollten wir uns die noch anschauen? Die Baishi wäre interessant. Ich glaube, der Rest ist jetzt nicht so interessant. Huang He habe ich, müsste ich haben. Anshan habe ich, glaube ich, auch. Irian habe ich auch. Und Lo Yang habe ich nicht. Oh, das wäre aber auch, die wären schon auch noch interessant, vielleicht. Wie viel wären denn die? Die wären auch wieder 60 Marken. Oh, das würde ja fast noch, würde ja noch gehen. Machen wir heute die Mondneujahrs. Ich meine, der Rest ist jetzt okay. Ich meine, die braucht es jetzt überhaupt nicht. Dublonen. Naja, ich meine, ist okay, glaube ich. Weiß ich aber nicht, was das 750 zu 12 Marken. Die Mondkrieger. Was kann die Mondkrieger-Tarnung? Naja, jetzt nicht besonders, aber auch nicht schlecht. Die 59er-Tarnung ist okay. Frühlingshimmel, die ganzen Mosaik-Tarnungen, die guten, die sind natürlich schön. Vielleicht sollte man das probieren. Okay, was wir auf jeden Fall machen, ist die Lu Yang. Oder? Probieren wir die. Machen wir heute die Mondneujahr. Geht sich dann, jetzt muss man kurz rechnen, es geht sich dann, einen Tag gibt es auf jeden Fall noch, das heißt 50 kommen auf jeden Fall noch rein. Ich möchte gern einmal nämlich das haben, denke ich. Oder machen wir heute den und dann das hier. Oder lassen wir die aus, ich weiß es nicht. Okay, das überlege ich mir noch, ob wir die noch machen. Können wir morgen immer noch machen. Wir machen heute Premium Container. Also Container Stufe 8 Premium Schiff mit einer kleinen Besonderheit. Und zwar, ich habe mir das ja alles ein bisschen ausgerechnet. Und wenn wir uns hier die Schiffe anschauen, Stufe 8 für Dublonen, das ist das, was es hier geben könnte alles. Und das billigste Schiff, was wir hier finden, ganz, 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 ganz unten, ist mit einem guten Abstand 8300 Dublonen. Zu 9400 ist dann die Kit und in dem Fall 8300, das ist die Lo Yang. Die Lo Yang ist billiger zu kaufen, in dem Fall diese 8300 Dublonen kosten weniger als die Marken, diese 180 Sommermarken zu kaufen. Deswegen mache ich Folgendes, ich kaufe die, ich habe noch einen Coupon, das heißt ich mache mir die auf 6225 Dublonen, das ist ja was, was ich jetzt mir gegönnt habe, die Dublonen. Die habe ich mir gekauft. Und dementsprechend mache ich das jetzt so, dass ich mir die Lo Yang hole. Jetzt kann die Lo Yang nicht mehr in diesem Container drin sein. Das heißt, alle Schiffe, die jetzt kommen, sind, wenn man sie direkt kaufen würde, teurer als das, was mich diese 180 Marken in dem Fall gekostet haben. Und dementsprechend ist es für mich jetzt eigentlich ein Gewinn. Und natürlich kann das jetzt von bis gehen. Das kann von den, was wir gerade gesehen haben. Ich glaube, die Z39 war, glaube ich, jetzt das nächstteuerste, oder? Dann was die Kit war es, genau, 9400. Dann Le Terrible, also die Zerstörer, einfach Z35, Orkan. Das sind die quasi noch billigen, verhältnismäßig. Und dann geht es auf 11.000 und geht in dem Fall bis zur, die Schlachtschiffe sind die teuersten, in dem Fall alle miteinander und das teuerste überhaupt 14.000, das ist die Kraftzeppelin. Gut, aber nicht lang rumgeredet jetzt. Eine Stufe 8 Premium-Schiffe, da kann drin sein Alabama, Massachusetts, Gascogne, Ki, Roma, Tirpitz, Vanguard, Lenin, Atago, Irian, Prinz Eugen, Wichita, Asashio, Kit, Cossack, Le Terrible, Lo Yang, Champagne, Saipan, Graf Zeppelin, Kaga, Bayer, Piotr Bagration, Indomitable, Orkan, Mainz, Cheshire und Otschakow. Alles wunderbare Schiffe, glaube ich. Oh, da kann nicht einmal... Ah doch, da ist die Kit. Aber die Z39 ist da nicht drin. Interessant. Also sind nicht alle drin. Die Graf Zeppelin wollte ich sagen, die ist auch nicht drin, aber die ist auch da. Okay. Machen wir. Bin aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt gerade. Da sind sie dahin, die Marken.
Und einmal geht noch, ja, die 60 kriegen wir noch zu, da machen wir wahrscheinlich morgen dann noch die Bayard-Geschichte. Die sind eh fast alle hier nicht drinnen. Die Irion habe ich schon. Das für mich von den Schiffen, nur damit wir das mal kurz vorher besprochen hätten. Das Schlimmste für mich wäre die Atago, insofern, weil ich die Atago nicht habe. Das heißt, die könnte ich bekommen. Hab aber die Variante von den, wie heißen sie? Die Abtakau. Ich glaube, das ist eine. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist eine Atago. Nur im Design von dieser, von den, wie heißen sie? Azur Lane, genau, Azur Lane Variante müsste das sein. Bin mir aber jetzt wirklich nicht sicher. Deswegen, gut, das wäre das Schlimmste für mich, was es gäbe. Ich glaube, ich würde mich trotzdem freuen. Aber ich hoffe mal, dass es das wäre, das eine Schiff, was ich hoffe, dass ich nicht ziehen würde jetzt. Gut, dann 3, 2, 1. Wie angekündigt, jetzt kann ich zumindest mir anschauen, ob es dasselbe ist. Das ist natürlich ein bisschen bitter, das ist ein bisschen Pech. Schauen wir mal, ist es dasselbe? Ja, schaut ziemlich nach demselben Schiff aus. Dann habe ich jetzt die Atago auch wirklich in der richtig Originalvariante. Kann ich die zumindest auch später nicht mehr ziehen. Ist jetzt auch nicht tragisch. Kostet auch, glaube ich, 11.000 oder 12.000, wenn man sie sich kauft. Irgend sowas. Also gut, 11.000, glaube ich, Dublonen. Ist in Ordnung. Ist halt Pech. Ein bisschen. Ich freue mich trotzdem. Am Ende ist es ein Schiff. Es ist ja eigentlich viel, ist ja Sammelwahn. Oh. PC, bringe ich. Stirb nicht. Stirb nicht. Stirb nicht. So, sorry für den Schnitt. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Mir ist World of Warships inklusive allem drum und dran damit abgestürzt. Ja, gut. Trotz allem, wir schauen uns natürlich kurz das Schiff an. Die Atago ist es in dem Fall geworden. Komm, bleib ruhig. Einmal schön rundherum. Und ich werde auch mit der noch ein paar Mal dann unterwegs sein. Ein schönes Schiff ist es schon noch. Müsste dann selber nochmal, muss mich nochmal erkundigen, ob es jetzt wirklich eins zu eins dasselbe ist oder ob es irgendwelche Unterschiede gibt zwischen den beiden. Gut, meine Lieben, das war's aber von dem dritten Summer Sale. Eines wird es wahrscheinlich noch geben von morgen, wird nochmal 50 Marken werden nochmal kommen. Ich weiß gar nicht, ob es noch einmal oder zweimal ist. Dementsprechend gibt es noch entweder 140 oder 92 wird es werden. Es werden nicht egal wie, werden sich die nochmal ausgehen. Das heißt, hier kann es dann gäbe es eine Baishi, eine Wukong, eine Siliwangi oder ich glaube, das war's. Mal kurz nochmal geschaut. Wobei, das können wir das nächste Mal machen. Das ist fürs nächste Mal. Da schaue ich dann nochmal nach. Für heute sollte es das gewesen sein. Hoffe natürlich, ihr hattet wieder Spaß. Hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten wieder reinschaut. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.